Fischer denken, dass sie eine Robbe auf einem schwimmenden Eisberg gefunden haben, bis sie näher kommen und feststellen, dass sie sich in extrem großer Gefahr befinden. Eines Tages, als diese Fischergruppe Krabben fischen wollte, sahen sie etwas Außergewöhnliches. Eine eigenartige Kreatur war auf einem Eisberg gefangen und befand sich höchstwahrscheinlich in großer Gefahr. Im ersten Moment dachten sie, dass es sich um eine ganz normale Robbe handle. Aber diese Vermutung änderte sich im Laufe ihrer Krabbensuche drastisch und hat ihr Leben für immer verändert. Die Gruppe von Fischer besitzt ein kleines Fischerboot. Gemeinsam fischen sie vor einer Küste auf der Suche nach leckeren Krabben. Das Trio stammt aus einem kleinen Fischerdorf und war die ganze Zeit nur mit einem Boot unterwegs. Das machte ihnen so viel Spaß, dass sie eines Tages ihre eigene Fischerei gründeten, um ihr Hobby zum Beruf zu machen. Eines Tages machten sie sich dann auf den Weg. Sie fuhren wie immer munter los und waren aber wegen des kühlen Wetters ein wenig aufgeregt. Speziell bei ihrem Beruf ist es sehr wichtig, aufmerksam und wachsam in ihrer Umgebung zu sein. Es gibt auf dem offenen Meer nämlich viele Gefahren, von denen man sich fernhalten muss. Obwohl sie nur Krabben oder Fische angeln, ist das nicht das Einzige, was die Fischer zu Gesicht bekommen. Denn bei ihrer ganz speziellen Art zu fischen, fängt die Crew im kalten Norden jeden Tag Dutzende von Fische. Daher ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass sie hin und wieder seltsame Kreaturen entdecken. An diesem Tag hielt einer der drei Ausschau nach Gefahren, als er plötzlich einen Eisberg entdeckte. Und wegen dem Titanic-Unglück wissen wir alle, wie katastrophal Eisberge für ein Schiff egal welcher Größe sein kann. In ihrer Gegend sind Eisberge aber nichts Besonderes, weil sich das Wasser in der Region immer stetig erwärmt und große Eisbergbrocken abbrechen und zu Eisbergen werden. Trotzdem waren die Fischer vorsichtig und hatten alles, um nicht auf diesen Eisberg zuzutreiben. Bekannte Tiere, die in der Umgebung leben, sind zum Beispiel Robben, Pinguine oder aber auch Eisbären. Für das Trio ist es also keine Seltenheit, solchen Tieren mal zu begegnen. An diesem Tag fischten sie also ganz normal Krabben, als sie auf etwas ganz anderes stießen. Auf einen großen, aber schnell schrumpfenden Eisbrocken. Dort entdeckten sie aus weiterer Entfernung ein ungewöhnliches Tier. Die Fischer dachten zuerst, es handle sich um eine ganz normale Robbe, die sich lässig auf einem schwimmenden Eisberg faulenzt. Dann schmolz der Eisberg aber fast vollständig und die angebliche Robbe kam immer und immer näher. Und die Fischer begannen sich Sorgen zu machen, dass es gar keine Robbe war. Das Wesen war nämlich klein und pelzig und es sah auch sehr verängstigt aus. Und das auf jeden Fall auch zu Recht, denn das kleine Tier hatte nicht mehr so viel Zeit, bevor sein eisiger Sitzplatz vollständig zusammenbrechen würde. Auch das Trio hatte Angst, denn sie wussten schließlich nicht, wie das Tier auf sie reagieren würde. Als die Fischer immer und immer näher kamen, stellten sie schließlich fest, dass es gar keine Robbe, sondern ein kleiner Polarfuchs war. Ihnen war klar, dass dieser kleine Fuchs so weit draußen auf dem Meer wirklich nichts zu suchen hatte. Und es gab für ihn gar keine Chance, zurück ans Ufer zu schwimmen, wenn er erstmal von dem Eisberg gefallen wäre. Das würde nämlich dann sein Ende bedeuten. Die Fischer vermuteten, dass der Fuchs irgendwas gejagt hat, als etwas schief ging und er schließlich auf dem Eisberg gefangen war. Dann begann der Eisberg wegzutreiben und der Fuchs konnte nichts anderes tun, als auf dem Eisberg zu bleiben, während er immer weiter aufs Meer trieb. Das Trio empfand sehr viel Mitleid und entschied sich dazu, diesem Fuchs eine zweite Chance zu geben und rettete ihn schließlich. Also gab das Trio ihm ein warmes Bett mit Sägespänen gefüllt, während sie ihn woanders hintransportierten. Der Fuchs war anfangs unglaublich misstrauisch gegenüber den Menschen, aber nach einer Weile wurde er überzeugt, ruhig auf dem Boot zu bleiben. Denn für ihn gab es ja schließlich keine andere Chance. Auf dem Boot hatten die Fischer leider kaum eine angemessene Nahrung für den Fuchs. Aber sie sahen, dass er natürlich auch extrem viel Hunger hatte. Also gaben sie ihm ein paar Wiener Würstchen, die sie zufällig dabei hatten. Der Fuchs kuschelte sich in sein Bett und schaffte es sogar ein bisschen zu schlafen. Ich meine, auf dem Eisberg konnte er sich wahrscheinlich überhaupt nicht ausruhen, also war ein kleiner Schlaf mehr als nur überfällig. Nach seinem kleinen Nickerchen sah der Fuchs auch aus wie ein Fuchs und nicht wie eine ertrinkende Ratte wie zuvor. Die Fischer brachten ihn zu seinem neuen Zuhause. Das war ein kleiner, schöner Hügel, wo es deutlich weniger Eisberge gab. Der Fuchs hatte dort sogar eine wunderschöne Aussicht über das Meer. Und sogar noch eine kleine Hundehütte, in die er sich einkuscheln konnte. Leider spüren Tiere wie der Fuchs immer häufiger die Folgen des Klimawandels. Und es wird in den nächsten Jahren noch immer schlimmer werden. Hier findest du auf jeden Fall noch mehr Tiere, die Menschen um Hilfe fragen.